Mit der VR-Bank durch die schönste Zeit des Jahres. Die VR-Bank Coburg. Wir machen den Weg frei. Wer in diesen Tagen die VR-Bank-Filiale am Theaterplatz in Coburg betritt, begibt sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Anlässlich des 200. Geburtstages von Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen ist dort eine Ausstellung zu sehen, die jetzt offiziell eröffnet wurde. Sie sehen die Entstehung, Etablierung und weitere Entwicklung des bayerischen Genossenschaftswesens in drei Teilen. Wir beginnen bei den Genossenschaftspionieren Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Es geht weiter um die Entstehung des Genossenschaftswesens in Bayern und dann um die Entwicklung der Zentralorganisation. Die Ausstellung dokumentiert die Erfolgsgeschichte der Genossenschaftsbank im Wandel der Zeit. Im Mittelpunkt standen immer die Selbstverwaltung und die Mitglieder. Coburg übrigens ist der zweitälteste Genossenschaftsstandort in Bayern und die zweitälteste Kreditgenossenschaft. Sie wurde am 18. Dezember 1862 gegründet. Eine große Genossenschaft, gemessen an der Mitgliederanzahl, haben wir 26.000 Mitglieder in unserer VR Bank Coburg. Und wir sind wirklich stolz darauf, auf diesem Werdegerüst, was wir hier haben. Und sicher, es hat sich im Laufe der Zeit einiges gewandelt, aber die Eckpfeiler der ursprünglichen Genossenschaftsidee, die sind erhalten geblieben. Die Ausstellung ist in den kommenden 4 Wochen während der Öffnungszeiten zu sehen. Nachtschwärmer können auch bei der Museumsnacht einen Blick in die Geschichte werfen. Mit der VR-Bank durch die schönste Zeit des Jahres. Die VR-Bank Coburg. Wir machen den Weg frei.